So, ich würde mal sagen, dann testen wir das einfach nochmal. Jetzt mal mit OBS die neuesten Einstellungen. Und dann schauen wir, ob der Ton funktioniert oder nicht. Ich spiele mal eine Runde gegen den Computer und versuche das zu kommentieren. Französisch, also französische Verteidigung. Wir spielen Abtauschvariante. Jetzt spiele ich am häufigsten C4. Besser soll Springer F3 sein. Ich mache mal trotzdem C4. Fühle ich mich ein bisschen gewohnter drin. Schauen wir mal. Vielleicht hätte ich schlagen müssen. Ist die Frage, wann man schlagen sollte. Das ist ja manchmal die schwierige Frage zu entscheiden. Das denke ich jetzt war keine gute Idee von ihm, aber er spielt auch nur auf Stufe 5. Wir wollen ja möglichst bald kleine Rochade machen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin gerade am Überlegen, oder hätte ich direkt hierhin gesollt? Oh. Das Abzugsschach würde er merken, oder? Egal, ich habe das Gefühl, ich werde das irgendwann sowieso ausprobieren müssen wollen. Oder den Läufer hier zuerst dorthin ziehen, aber dann wäre er wieder auf denselben Platz. Ich könnte den Springer auch zurückziehen und auf jeden Fall muss der Läufer raus, sonst ist der. Nee, oder der Springer muss da bleiben. Der Turm muss gedeckt bleiben. Ich glaube, ganz interessant sieht aus, obwohl ich das nicht unbedingt für gut halte, aber hier mit dem Läufer rauszuschlagen, sieht interessant aus. Ja, ich mache mal erstmal den Läufer entwickeln, genau. Dann spielt. Es war jetzt klar, dass das passieren muss. Spielt der nächste Turm mit, aber ja. Na komm. Interessant ist das trotzdem. Ist natürlich blöd, den Läufer weggeschmissen zu haben.
müssen wir jetzt ein bisschen besser aufpassen für die Zukunft. Also ich sehe jetzt mehrere Sachen. Erstens, ich versuche jetzt das, was ich im letzten Video gesagt habe, ich weiß nicht, ob das noch jemand mitgekriegt hat, sowas genau durchzurechnen. Die Dame hier hinzuziehen, erscheint mir sehr, sehr logisch. Aber es ist nur ein Bauchgefühl, weil ich den Turm hier hinziehen kann und damit die Dame fangen. Und weil ich gleichzeitig den Springer angreife, der zwar noch von der Dame gedeckt ist, aber wenn die Dame wegziehen müsste, dann müsste die Dame ja entweder hier oder hier hinziehen. Das heißt, hier kann sie nicht hinziehen, da ist schon mal Blödsinn. Das heißt, die Dame kann nur hier hinziehen. Können wir schon mal überlegen, wie machen wir dann weiter? Dann wäre es vielleicht gut, trotzdem Schach hier zu geben mit dem Turm AC1. Das ist jetzt eine Schachmatt-Kombination. Da muss der König hier hin. Lass mal kurz überlegen, die Dame steht immer noch hier. Versuchen ohne Pfeile, damit ich übe, das zu visualisieren. Ich muss ja auf jeden Fall die Dame ziehen, nicht, dass ich jetzt schon wieder, ich war gerade kurz davor zu überlegen, warum ziehe ich nicht direkt Turm C1. Nicht, dass mir noch so ein Fehlerchen passiert. Und wenn ich die Dame ziehen muss, sieht es tatsächlich hier am besten aus. Gehen wir mal kurz durch. Ich habe das Gefühl, ich werde es jetzt nicht durchrechnen können, bis ins jede einzelne kleine Detail. Hier und hier geht nicht wegen dem Läufer. Hier geht nicht wegen dem Springer und der Dame. Hier ist der Turm und der Springer. Und hier ist der Springer und der Bauer. Hier ist die Dame. Hier ist die Dame, hier ist die Dame, hier ist der Turm, hier ist der Turm, hier wäre die Alternative. Also im Prinzip, wenn ich die Dame ziehen möchte und nichts anderes ziehen möchte, blieben nur die beiden Felder. Mich stört jetzt ein bisschen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich das grundsätzlich gerne üben möchte, mir darüber sicher zu sein, ob der Plan, den ich dann aufhab, mit, dass ich dann im nächsten Zug den, aber das können wir dann sehen. Machen wir erstmal das, aber die Dame wird ja dann wahrscheinlich sofort ziehen und dann wird die Dame, das haben wir eben gesagt, hier hinziehen. Das heißt, dann müsste der Turm hier hin. Daraufhin könnte er entweder den Springer dazwischen ziehen, was nicht so gut aussieht, weil ich den mit den Läufer schlagen kann. Also Springer hier oder hier hin. Also wird er doch vermutlich dorthin gehen. Ich meine, Läufer kann er dann nicht mehr, der ist blockiert durch die Dame. Die Dame opfern sieht auch nicht gut aus. Aber wie geht es dann weiter? Wir haben gesagt, wir ziehen die Dame hier hin, oder? Das heißt, dann könnte die Dame theoretisch... Ah nee, sie kann den Springer nicht schlagen, weil die Dame hier steht. Naja, erstmal abwarten, was er zieht.
das ergibt keinen Sinn, oder doch? Jetzt ist aber wirklich Turm AC1. Zumindest mal der aggressivste Zug. Dann wäre die Frage, was spricht dagegen? Das ist die Frage, die man jetzt wirklich klären müsste. Ich hätte nicht gedacht, dass so spannend wird. Ich sehe gerade, dass er hier mit dem Springer auf jeden Fall einen Zwischenschach gibt. Da muss man aufpassen, dass es nicht gut, dass es kein gutes Schach ist, das mir dann alles zerschießt. Hierhin sieht interessant aus, weil dann der Springer hier schlagen könnte. Dann könnte man also theoretisch, wenn jetzt hier der Läufer nicht wäre, ja, ich könnte mit dem Läufer wegnehmen. Dann könnte er sich da beide Türme für den Springer holen. Also wenn der Läufer da nicht stände, wäre das schon mal eine blöde Idee. Aber der Läufer steht dort. Jetzt ist die Frage, seine Alternative, um einen komischen Schach zu geben, wäre hier. Bringt das irgendwas? Oder schlag ich den einfach raus und dann ist Ende? Naja, es ist Stufe 5. Ich traue ihm zu, dass er so einen dummen Fehler macht. Gut, er kann was dazwischen ziehen. Wir könnten den Bauern rausnehmen und den Springer nochmal bedrohen. Ah nein, bedroht wäre der nicht, der ist ja immer noch durch die Dame gedeckt. Der Springer deckt allerdings zurzeit dieses Feld, das heißt, wir könnten hier den Turm hinstellen. Der könnte nicht durch die Dame geschlagen werden. Und dann ist es vielleicht möglich, als nächstes den Läufer zu schlagen. Was man wieder ganz genau durchrechnen müsste, vielleicht, ob es für ihn sinnvoll genug wäre, wenn er den Bauern einen vorzieht. Ich spiele das jetzt so. Und das ist leider, leider immer mein Problem, immer wieder. Mir fehlt jetzt die Geduld, mich da 5 oder 15 Minuten dran zu setzen, um das klar zu bekommen. Ah nein, so nicht. Komm. Jetzt müssen wir uns nicht noch verklicken. Okay, er hat hier den Springerzug. Der sieht gar nicht gut aus. Der Turm ist weg. Das hätte mir doch auffallen müssen und hätte mir doch auffallen können. Das war jetzt wieder ein zweizügiger Fehler.
Ich glaube, ich kann aufgeben. Und das Schlimme ist, dass ich genau da so einen wunden Punkt habe, der mir im Turnier genau so passieren könnte und würde. Was mir im Prinzip auch die letzte Partie gezeigt hat, die dann trotzdem noch Remis geworden ist. Gut, ich bekomme den Springer zurück. Aber ich möchte mal behaupten, dass es keine vollwertige Das kompensiert das nicht. Und davon abgesehen sehe ich gerade wieder mehr durch Zufall als durch irgendwie systematisches Draufgucken. Ein Problem ist natürlich, dass hier der Springer das Feld angreift. Und was könnte ich tun gegen so etwas wie Dame schlägt B2 Schach? Mit der Idee, im nächsten Zug Dame schlägt G2 Schach. Springer dazwischen geht nicht, weil da der Turm ist. Turm dazwischen ziehen ist nur bedingt in Ordnung. Läufer könnte ich dazwischen ziehen. Ja, vielleicht genügt das. Allerdings, dann könnte ja schon verdoppelt werden. Dann ist gar nicht so schlecht, wenn die Dame dort steht. Ich muss den Läufer dazwischen ziehen. Mein Bauchgefühl sagt mir Turm E7. Ob ich dem trauen kann, weiß ich nicht. Auch interessant finde ich Turm B5. Wobei da noch so ein bisschen die Power hinter fehlt, hinter dem Zug. Ich würde das dann nämlich am liebsten gleich in einen Matt verwandeln, um ehrlich zu sein. Das sieht leider nicht so aus, als wäre das so ohne weiteres möglich. Gut, die Dame müsste ziehen, wenn ich das mache. Es sei denn, es gibt ein wirklich gutes anderes Schach,
Was ist mit Springer? Springer D3, kann man das entkräften? König G3. Keine schöne Situation. Ach, jetzt, das wollte ich ja gar nicht ziehen, komm. Das habe ich. Ach, den habe ich aber auch gar nicht gesehen. Was stand da noch gleich vorher? Der Läufer hat gehangen. Ja. Ist auch besser so, dass jetzt vorbei ist. Das war ja nicht mehr schön. Gehen wir noch schnell in die Computeranalyse. Wie gesagt, mir war jetzt wichtiger, das Computerprogramm auszuprobieren, ob das gut funktioniert vom Ton her. Wir werden das dann ja gleich sehen. Wo steht denn hier, wie lange ich schon dabei bin, aufzunehmen? 22 Minuten 30. Ja, gut, das ist auch eine mittellange Länge. Lassen wir uns überraschen. So. Ja, den Läufer hier wegzuschmeißen war ein Fehler, aber jetzt die Frage aller Fragen, finde einen viel besseren Zug. Dann vielleicht wirklich das sofort? Obwohl, nein, das ist doch blöd, das ist doch Schrott. Ist doch wieder nur so. Tja. Ich denke schon, entweder den Läufer hier hin oder den anderen Läufer wegziehen. Wo die Frage immer nur bleibt, wohin. Oder geht der Läufer auch dorthin? Noch sind wir vom Material ausgeglichen, oder? Dann könnte man sich abtauschen. Der ist doch interessant. Zweimal den Springer angreifen. Und wieder eigentlich die Aufgabe vorher. Zu überlegen, was dagegen spricht. Der Springer kann nicht Schach setzen. Das heißt, das kann mir nicht passieren. Thank you.
Und der will jetzt natürlich den allerbesten Zug. Ach Gott. Das ist ja auch krass. Weiß steht klar besser. Das deutet ja schon fast etwas an. Ich frage mich immer noch das hier. Aber das geht nicht. Das geht nicht auf. Läufer G5. Er zieht doch einfach den Bauern davor. Der Springer muss weg. Es muss der Springer sein. Der Springer muss weg, um zu ermöglichen, dass man mit Schach die Dame angreift. Es ist gar nichts anderes möglich. Hier sieht der Springer eigentlich gut aus, weil er hier noch die Gabel hätte. Oder kommt das mit dem Springerabzug etwas später? Ziehe ich zum Beispiel erst die Dame hier hin, dann im nächsten Zug den Springer dahin. Oh Gott, was ist jetzt wieder passiert? Wo bin ich jetzt drauf gekommen? Zeigt er mir die Lösung an. Ich bin mir sicher, da wäre ich nie drauf gekommen. Wobei er sagt, das hier wäre auch nicht schlecht, ne? Jetzt ist zufällig die Engine an. Da können wir mal gucken, wie das Programm damit umgeht. Das ist ja sehr fordernd. Ich schalte die mal wieder aus. Ich hoffe, es wird besser. Wie lange sind wir dabei? Gut. Halbe Stunde. Ich meine, die Fehler kann ich auch später nochmal analysieren. Lassen wir es dabei. Welche Eröffnung war das nochmal gleich? Ach ja, Französisch. Bis zum nächsten Mal. Hier ist beenden. Gut, dann machen wir das so. Was passiert hier?
Gut, ja, dann bis nächstes Mal.